Herzlich willkommen zum neuen Quiz im Monat Mai 2021. Und die große Fragestellung ist, wer bekommt mehr Fördermittel für seine Existenzgründung in den Vollerwerb? Der Kandidat, der aus ALG 1 startet oder der Kandidat, der aus ALG 2 startet? Wenn du also eine Idee davon hast, wer in den ersten 3 Jahren seiner Existenzgründung mehr Fördermittel bekommt, sei es vom Arbeitsamt beim ALG 1 Antragsteller oder beim Jobcenter beim ALG 2 Antragsteller, dann sende uns gerne deine Antwort, deine Einschätzung an quiz@xgroup.de. Wenn du magst, kannst du auch gerne eine Einschätzung über die Höhe der Fördermittel geben, je nach ALG 1 oder ALG 2 Fall, aber anscheinend für die Quizauflösung ist diese nicht. Und kommen wir nun zu dem Preis, den du dieses Mal gewinnen kannst. Unter allen richtigen Einsendern verlosen wir eine komplette fachkundige Stellungnahme. Alle Antragsteller, die aus ALG 1 oder 2 gründen, brauchen neben ihren Antragsunterlagen auch eine fachkundige Stelle, also eine Art Tragfähigkeitsgutachten über dein Konzept. Erst dann werden diese Anträge überhaupt bearbeitet. Also schick uns noch heute deinen Lösungsvorschlag an quiz@x-group.de. Und solltest du Unterstützung brauchen bei der Antragstellung, so kannst du dich auch über unsere Webseite oder über den Link unterhalb des Videos anmelden für ein kostenfreies Erstgespräch und wir prüfen, wie wir dich unterstützen können, wahrscheinlich sogar mit einem Beratungsgutschein, der für dich 100% der Kosten übernehmen kann. Ich wünsche dir nun viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.